ابن مسلم عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه sagte, ich war einer oder ich war der Zehnte von 10 Leuten, die in der Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam waren. Dann stand ein Junge von Al-Ansar aus Medina, ein junger Mann, und er sagte, O Gesandter Allahs, wer sind die besten Gläubigen, die besten Mu'minin? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, diejenigen mit dem besten Charakter, mit dem besten Benehmen, mit den besten Benehmen-Eigenschaften. Dann sagte dieser Junge, und wer sind Al-Akyas, das wird die Schlauen, die Fleißigen, die Schlauen von den Mu'minin. Er sagte, diejenigen, die sich viel an Tod erinnern und die sich auf den Tod vorbereiten, weil wir alle sterben werden. Dann sagte Ibn Umar radhiyallahu alayhi, dann saß dieser junge Mann und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er drehte sich zu uns und er sagte fünf Themen, Leute aus Mekka von den Muhajirin, fünf Themen. Ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr diese Themen macht oder dass ihr diese Themen erreicht, wenn die passieren. Und zwar, er sagte sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, wenn Unzucht, wenn die Sünde, diese Sünde Unzucht, unter den Leuten verbreitet wird und die Leute akzeptieren es, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Krankheiten sendet und Pest sendet, was sie nicht gehabt haben in den früheren Leuten von ihnen oder in ihren Vorfahren. Das wird neue Krankheiten als Vergeltung, dass diese Leute die Sünde und die Unzucht machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagte, und wenn diese Leute den Maß das und die Wiege nicht gerecht halten, das wird, wenn sie etwas messen oder wenn die etwas wiegen, dann machen sie Betrug, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Leben schwer machen, das wird, dass sie bekommen Dürre oder die Ressourcen werden weniger werden und die Führer von ihnen werden ungerecht zu ihnen sein. Als Vergeltung für dessen, was sie tun. Das heißt, dass sie nicht gerecht sind beim Wiegen und beim Messen. Wenn sie Az-Zakah nicht ausgeben, wenn sie Az-Zakah von ihrem Vermögen nicht ausgeben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Regen sperren und gäbe es keine Tiere, dann werden sie keinen Regen bekommen als Vergeltung. Und wenn sie Bund Allahs und Bund des Propheten sallallahu alaihi wasallam verbrechen oder wenn sie sich an Versprechen zu Allah und zum Propheten nicht halten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ein Feind gegen sie unterstützen. Und dieser Feind wird von ihnen etwas nehmen, was sie haben. Und wenn ihre Imame, ihre Oberhäupte, ihre Führer, ihre Herrscher, wenn sie nicht mit Buch Allahs regieren, dann wird es zwischen ihnen Problem geben und Hass wird zwischen ihnen verbreitet werden und jeder wird gegen den anderen werden. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist ein, das ist ein Rechtleitung für uns. Und das ist eine Warnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnt uns vor diesen Themen. Das sind fünf Themen. Das heißt, wenn man die Sünde akzeptiert und wenn man Unzucht begeht und lässt und alle Schritte, die zu Unzucht, zu Sina führen, und man akzeptiert das, dann werden dieses Volk, was sowas akzeptiert, und da reden wir hier über die Muslime. Es kann sein, bei Kuffar,
Bei Nicht-Muslimen, das wird anders sein. Aber bei den Muslimen, wenn die Muslime Zina akzeptieren und wenn sie das verbreiten, dann werden sie die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Sie werden bestimmte Krankheiten bekommen, die sie nicht gekannt haben früher. Diese neuen Krankheiten dann. Wenn sie nicht gerecht sind in ihrem Wiegen und in ihrem Messen, dann werden sie auch bestraft werden, indem die Ressourcen des Lebens weniger werden und ihre Führer werden ungerecht zu ihnen sein. Und beim Zakat, wenn sie keinen Zakat geben, und bei Bund Allah subhanahu wa ta'ala und bei Regieren mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man heute unsere Lage betrachtet, dann sieht man alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, genau. Als ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen uns wäre, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und diese Sünden sind heute da. Aber von der anderen Seite, man sollte sich auf den Tod vorbereiten. Und man sollte versuchen, guten Charakter zu zeigen und gutes Benehmen zu zeigen. Und jeder muss für sich selber am Ende wählen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verzeihen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يقول مرة ثلاث أو ثلاثة أو خمس أو سبع فيعدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ومن أكثر استعماله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول ثلاثة كذا فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وفي رواية ولهم عذاب أليم أي هؤلاء الثلاثة الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ولكن لا ينظر إليهم نظرة الرحمة لا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة لا ينظر إليهم نظرة الرحمة لا يزكيهم لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة وفي روايات ولا يكلمهم تكليم الرضا لأن الله يكلم عباده المؤمنين يوم القيامة ولكن هذا أنه يتكلم مع عباده رضا عما صنعوا في هذه الدنيا فلا يكلمهم الله هؤلاء ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب شديد مؤلم يوم القيامة شيخ زان الشيخ الزان هو الرجل الكبير في السن ومع كبر سنه لكن عنده طوية خبيثة يبحث عن الزنا نسأل الله العافية والسلام وهذا لا يتوقع من الرجل الكبير الشيخ الكبير الذي جاوز الستين فما يتوقع منه مثل هذا الأمر نسأل الله العافية والسلام وملك كذاب ملك يملك الناس يكذب عليهم نسأل الله العافية والسلام وعائل مستكبر العائل أي الفقير الذي يتكبر وهو فقير فلا يقبل الحق وينظر إلى الناس نظرة ازدراء نسأل الله العافية والسلام وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب
يعني يقول للناس أنا أعطيت أكثر بكثير حتى يبيع السلعة بأغلى من التي هي عليها. انتبهوا لهذه المسألة، يقول للناس أنا أعطوني أكثر حتى يبيع بسعر أكثر، وهو كاذب ويحلف على هذا. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال مسلم، ورجل منع فضل مائه، يعني عنده ماء زيادة ومنعه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، الأشيمط هو من الأشمط، والشمط هو الشيب في الرأس، أي ذلك الكبير في السن صاحب الشيب الذي يبحث عن الزنا. يا أهل أوروبا، نسأل الله العافية والسلامة. وعائل مستكبر، أي فقير ولكنه متكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا الرجل لما يبيع والله كذا، ولما يشتري والله كذا. والمؤمن يبتعد عن الحلف بالله سبحانه وتعالى. في بعض الناس عند كل شيء يحلف، وهذا خطأ، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك ثلاثة لا يزكيهم الله، لا ينظر إليهم، لا يكلمهم، لهم عذاب أليم: المسبل إزارة. المسبل إزارة الرجل الذي يكون الإزار يعني الثوب يكون أطول من كعبيه، والكعبان هما النتوآن على طرف القدم، لما يكون الإزار أطول منهما. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزكيهم الله، لا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. والمنان، المنان الذي يمن إذا أعطى شيئا أو إذا عمل شيئا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، نسأل الله العافية والسلام. فانتبه أن تكون منهم عبد الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق ويبعدنا عن هذه الأمور، إنه على كل شيء قدير. ليبي مسلمة فندسون دس بروفيت صلى الله عليه وسلم أو دفست بروفيت صلى الله عليه وسلم gesagt hat, er hat manchmal Zahlen benutzt, Salawat wa Rabbi wa Salamu alayhi. Er hat zum Beispiel gesagt, 3 oder 5 oder 6, 3 Leute oder 3 Themen, 3 Eigenschaften, 5 Eigenschaften, 5 Leute, 3 Leute. Unter anderem gab es sehr viel, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, 3 Leute. Und صلى الله عليه وسلم sagte, 3 Leute. Am letzten Tag, Allah wird zu ihnen, Allah wird sie nicht anschauen. Und Allah wird zu ihnen nicht sprechen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie nicht reinigen. Und Allah, und diese Leute werden eine schmerzhafte Strafe bekommen. 4 Themen, 4 Strafen am letzten Tag. Manchmal 3, manchmal 2 Strafen. Aber allgemein diese 3 Leute, die bekommen diese Strafe am letzten Tag. Allah sieht sie nicht an. Allah sieht alles, subhanahu wa ta'ala. Aber er sieht sie nicht an mit der Barmherzigkeit. Allah wird zu ihnen nicht sprechen. Allah spricht am letzten Tag zu den Gläubigen, zu ibadihi al-mu'minin, zu seinen Dienern. Aber diese Leute, weil sie schlecht gemacht haben, Allah wird zu ihnen nicht sprechen. Und wenn er zu ihnen sprechen würde, dann wird er zu ihnen nicht sprechen mit Barmherzigkeit, sondern mit Warnung und Strafe, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie nicht reinigen von ihren Sünden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen nicht verzeihen und vergeben, was sie von Sünden gemacht haben. Und wir wissen, wenn ein Muslim Sünden in diesem Leben gemacht hat und er hat keine Reue gezeigt, am letzten Tag entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann verzeihen und Allah subhanahu wa ta'ala kann bestrafen, subhanahu wa ta'ala. Er hat die Entscheidung, nur er, subhanahu wa ta'ala. Und sie werden schmerzhafte Strafe bekommen. Wer sind das? Zum Beispiel, es gibt sehr viele. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte,
Ushaymiton san oder Sheikhon san. Das wird ein alter Mann, der schon graue Haare hat, über 60 Jahre, über 50, 60 Jahre. Und dieser Mann macht Zina, wal'iyadu billah, sucht nach Unzucht, nach Sünde. Normalerweise eine Person, die so alt geworden ist, diese Person sucht nicht nach Zina, sucht nicht nach Haram, weil er denkt, ich habe so viel gelebt, es bleibt nicht so viel von meinem Leben. Aber dass er Zina begeht, Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihm nicht sprechen, wird ihn nicht anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht reinigen und er wird eine schmerzhafte Strafe bekommen. Wa'ilun mustakbir, ein Armer, ein Bedürftiger, der arrogant ist, überheblich ist. Jemand, der nichts hat, aber der ist überheblich. Der guckt die Leute mit Erniedrigung an und er akzeptiert nicht die Wahrheit, obwohl diese Person von den Leuten was bekommt, weil diese Person so arm ist und er hat nicht. Und eine Person, die schwört bei Kaufen und bei Verkaufen. Bei jeder Sache schwört diese Person. Wallahi, wallahi. Manchmal sagt er den Leuten, wallahi, ich habe mehr bekommen, habe ich nicht verkauft. Damit er den Preis nach oben macht. Das bedeutet, der will mehr bekommen. Und der schwört und der lügt dabei, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. In einer anderen Version, eine Person, der lügt und der schwört beim Lügen, damit er seine Ware verkauft, möge Allah subhanahu wa ta'ala, verkauft, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und eine Person, die Allah sozusagen immer erwähnt bei seinem Handel. Und wenn man sagt, ja, Allah, Allah, dann haben die anderen Leute sozusagen wie Vertrauen, aber diese Person lügt dabei und betrügt dabei. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, Al-Musbilu Izarah. Al-Musbilu Izarah, das ist der Mann, der etwas Kleidung hat, Hose, Gewand, was länger als der Knöchel ist. Was sein Knöchel bedeckt, länger als Knöchel ist. Al-Musbilu Izarah. Wal-Mannan, derjenige, der Vorhaltungen macht. Wenn er etwas macht, wenn er etwas gibt, wenn er etwas tut, dann sagt er, ich habe dir das getan, ich habe dir das gegeben, ich habe dir das gemacht, ich habe dir das gemacht. Und die Person, wal-Iyadu Billah, die seine Ware, die Person, die ihre Ware mit falschen Schwur verkauft, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb pass auf, lieber Muslim. Man sollte nicht bei jedem Wort Allah, Allah sagen und bei jedem Wort schwören und bei jeder Sache schwören. Manche Leute, die schwören und die lügen dabei, bei Themen, die braucht man, da braucht man überhaupt nicht zu schwören. Und einige anderen, die haben sozusagen das als Methode, als Betrugsmethode gemacht, die betrügen die anderen, indem sie immer schwören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina wa hadina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ansur al-islam wa izzil muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izzil muslimin. Allahumma ahdi al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ahdi hukkamahum wa mulukahum. Allahumma ahdi al-muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma alayka bi'adaika a'da' ad-din. Allahumma alayka bi kulli man qatala al-muslimin. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالأسد الكافر وأعوانه يا رب العالمين ومن والاه يا رب العالمين اللهم عليك به وبإخوانه الطواغيت من العرب والعجم اللهم عليك ببوتين الكافر اللهم دمره يا رب العالمين اللهم عليك بالأسد وجنده وإيران وجندها وروسيا وجندها اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.